Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum ersten FC Köln 3D-Projekt im EAFM24 von FM Soccer. Und Sie brauchen weiterhin Unterstützung. Geht in den Link in der Beschreibung, der Link auf den Link in der Beschreibung, so ist es richtig ausgesprochen, und guckt, wo ihr helfen könnt. Ich persönlich habe leider keine Zeit dazu und deswegen kann ich das nur machen, wie ich es jedes Jahr mache. Ich kaufe mir den Sega FM und gebe ihn einen von den FM Soccern, stelle ich ihn zur Verfügung. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, die wirklich zu unterstützen. So, wir gehen hier rein. Jannis darf erstmal von Anfang an spielen, weil er eine sehr gute Form hat. Im Gegensatz zu Waldschmidt darf er von Anfang an starten. Das sage ich ihm jetzt auch direkt. Du bist im nächsten Spiel von Anfang an. Trainierst sensationell, dann sagen wir ihm lieber das. Du trainierst sensationell. Wir gehen aber generell mal kurz vor dem Spiel gegen Hoffenheim in die Teamdynamik und reden mit den Jungs hier. Ein Thielmann. Ja, okay. Mag gut. Das ist leider keine Zukunft bei mir. Fingrewe, ja, Tick ist körperlich stärker werden. Guck mit den Schultern, da braucht er sich nicht verstecken. Das sind die. Trainiert sensationell. Alidou hat auch gut trainiert. Carsten, gib im Training alles. Du hast gut trainiert. Mit Dimitris muss stärker werden. Ja, Marte, du hast Talent. Du musst körperlich stärker werden. Versprich dir noch ein zusätzliche Training, gib im Training alles, Kilian. Lindenmeiner, gib im Training. Ja, Balance, da musst du dich verbessern. Und er nimmt den Tipp an. Mehr kann ich nicht sprechen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir können hier mal noch unsere Torjägerliste. Top-Spieler, Torjägerliste, ihre Top-Torschützen. David Selke momentan Top-Torjäger bei uns. Nach, lass mich lügen, 5 Spielen oder 4, 3 Spielen? 3 Spielen hat er 3 Tore geschossen. Gut, sehr gut, ne? Jetzt gegen Hoffenheim gehen wir erstmal in die Taktik. Das ist jetzt alles eingestellt. Selke ist Sturmtyp, Spielmacher ist Jannis da vorne drin. Oh, sorry, dass ich gegen das Mikrofon gekommen bin. Und sonst sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Ich könnte nochmal hier den jungen Martel reinbringen von Anfang an. Obwohl gegen Hoffenheim besser nicht gemacht, bringe ich ihn lieber gegen die Bremer rein. Und wir schauen mal, ob da was geht. Let's go ins erste Spiel der heutigen Folge. Gebt euer Bestes. Der Sieg ist heute möglich. Gebt euer Bestes. Und damit sind wir beim Spiel. Ich wollte die Musik mal ein bisschen aufkommen lassen, aber wir drücken jetzt weiter, weil es schon ziemlich laut ist. Und ich hoffe, so geht das mit der Lautstärke. Das muss ich alles nach der Folge mal schauen oder ob ich ein bisschen zu laut gegangen bin. Ich hoffe nicht. Wir gehen auch direkt mit dem ersten Angriff rein. Baumann, kein Problem. Wir gehen erstmal hier auf die Einstellung. Natürlich alles umgestellt. Alle Spieler spielen jetzt 3. Und dann gehen wir rein in die richtige Partie. Let's go. Samaseko jetzt mit viel Platz. Schmitz kommt nicht ran. Jetzt kommt Ilian. Versucht ihn aufzuhalten mit der Grätsche und kriegt das sogar hin. Dadurch die Gegenaktion über Meiner. Der Ball ist wieder weg. Die Hoffenheimer bleiben im Ballbesitz. Machen da einen guten Ball. Weghorst und Schuss. Am Tor vorbei. Was können wir daraus machen? Paccarada mit der Flanke. Jannis kann sie leider nicht verarbeiten. Dadurch die Kontersituation über Weghorst. Der läuft jetzt ganz alleine auf Schwebe zu. Eigener Freistoß. Schwebe kommt. Weghorst läuft ins Aus. Schwebe drängt ihn ins Aus. Und Schwebe kann die klären zur Ecke. Die Ecke wird jetzt auch ausgeführt. Und mal schauen, in welche Richtung sie geht. Und da kommt sie in Sorgi übers Tor. Jetzt Paccarada, viel Platz auf der linken Seite. Kabak kommt, die Flanke kommt zu Selke. Der schießt direkt gegen die Latte oder Pfosten. Ich weiß es gar nicht, ich konnte es nicht richtig erkennen. Selke, jetzt tief in der gegnerischen Hälfte, verliert den Ball. Lubitsch schwenkt diesen Ball aber wieder ab, bringt ihn wieder zu Selke. Selke im 16er Schuss und vernetzt ihn zur 1-0-Führung für unsere Kölle. Ja, let's go, let's go. Und jetzt genießen wir ein bisschen die Musik. Mit der Möglichkeit. Guter Pass zu Kramaric. Kramaric setzt sich dagegen Paccarada durch. Pass kommt in die Mitte. Weghorst kann was machen. Nein, Schwebe ist zur Stelle und Kilian klärt. Schwebe sensationell wieder unterwegs. Selke jetzt mit dem Bayerisch. Letzte Aktion in Halbzeit Nummer 1, würde ich sagen. Deal setzt sich da gut durch. Deal geht in den 16er und kein Problem für Baumann. Aber die Ecke folgt. Müsste auch, glaube ich, fast unsere erste Ecke sein für uns. Ich weiß es gar nicht wirklich. Aber normalerweise, ja, die wird von Paccarada nach außen gespielt. Ljubicic und Baumann erneut zur Ecke.
Starke Parade da von Baumann. Jetzt kommt Paccarada über die andere Seite und die lässt Baumann sich nicht nehmen. Die müsste jetzt nur noch reinspielen, dann gehen wir in die Halbzeit. Nein, Selke jetzt nochmal mit der Chance. Nein, abseits. Abseits, ja, es wäre schön gewesen. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir gehen mit einer Führung rein oder kommt Kramaric dann nochmal? Grilic. Ja, Jannis, starker Einsatz. Hast du dir. Jetzt Selke. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier nochmal was zu machen. Meiner verliert den Ball. Jetzt kommt Hoffenheim und jetzt gehen wir rein. Also es sieht sehr gut aus und wir hatten zwei Ecken. Ich habe die, ja doch, wir hatten die zwei Ecken, die wir vorhin gesehen haben. Wir gehen rein in die Spielergespräche. Hier loben natürlich Schwebe, Paccarada macht gutes Game. Selke hält die Bälle fest. Wir motivieren mal die Vierer. Wir haben ja noch drei Vierer und zwei Dreier, zwei Zweier. Das ist schon mal optimal für mich so. Dann lasst uns genauso weitermachen, dann läuft alles. Lasst uns genauso weitermachen. Es sieht alles gut aus. Pässe, Angriffe, Ballgewinne. 2D-Ansicht. Let's go. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Sehr guter Ball. Erste Aktion. Kramaric am Tor vorbei. Ball zu Paccarada. Nach Freistoß. Ball kommt. Meiner kriegt den nicht. Jannis, Selke, Selke. Jannis wieder und der Ball wird abgeklärt, aber wir bleiben im Ballbesitz. Nein, jetzt wird er nach vorne gehauen. Chabot. Situation ist noch nicht bereinigt. Die sind noch viele da vorne. Paccarada hat jetzt ein bisschen Platz. Deal. Deal gegen Grilic. Wieder zu Paccarada. Paccarada kann flanken. Er flankt auch, aber kein Problem für Baumann. Paccarada jetzt mit der Möglichkeit kurz vor den Wechseln. Schießt. Selke kommt nochmal ran. Nein, Jannis. Jannis mit seinem Ding kurz vor seinem Wechsel. Macht er sein zweites Saisontor für uns. Und schickt uns auf den 5. Platz aktuell. Und jetzt wird er auch direkt rausgenommen, weil er halt von der Frische her passt es nicht. Und wir genießen nochmal ein wunderschönes Wochenende. Bekos jetzt mit der Möglichkeit, sich da durchzusetzen. Das tut er auch. Der Schuss kommt und er setzt ihn rein und macht es hier nochmal spannend. Er macht es hier nochmal spannend und trifft zum Anschlusstreffer. Da reagieren wir jetzt auch drauf. Wir gehen auch nochmal in die Wechsel. Selke spielt zwar ein gutes Spiel, aber ich will ein bisschen, was heißt ein bisschen Geschwindigkeit. Selke hat eine Geschwindigkeit von 80. Der ist schnell. Und Hugo ist ein bisschen, ja, der sind gleich schnell, sind die ungefähr. Aber ich will was ein bisschen Frischeres reinbringen. Nee, Selke bleibt drin. Selke bleibt drin. Wir bringen Alidou rein. Benno Schmitz ist ein bisschen am Arsch. Und Paccarada. Da gehen wir lieber auf Carstensen, weil Paccarada spielt ein sensationelles Spiel. So, und jetzt die letzten 15 Minuten bleiben wir jetzt drin. Ich bin gespannt, wie diese Jungs das hier reißen. Let's go. Ja, Säcke klar am Abseits. Bedauerlicherweise. Ab der 85. Minute mache ich es auch langsamer im Mittelfeld. Aber sonst geht das hier auch wohl. Ne, komm. So, und dann kann das hier jetzt, ab da, wo ich da komplett dabei bleibe, machen wir langsamer im Mittelfeld. Römmel setzt sich da stark durch gegen Paccarada. Dann kommt der Ball, Lubicic klärt. Jetzt Waldschmidt mit der Möglichkeit. Pass zu Limnios. Der über Carstensen, also komplett neue rechte Seite jetzt. Aber gehen lieber auf Nummer sicher. Auf Nummer sicher, das war, was ich sagen wollte. Paccarada weiter Ball nach vorne. Selke kann ihn leider nicht kontrollieren. Samaseko jetzt. Weiter Ball nach vorne. Paccarada klärt. Alidou auch jetzt neu auf der linken Seite. Ja, es ist jetzt ein bisschen, wir werden gerade ein bisschen an die Wand gespielt. Chabot, Lubicic. Grilic. Komm schon, Selke. Limnios. Carstensen, ein weiter Ball jetzt nach vorne. Ah, da wurde er gelegt. Und es gibt die gelbe Karte. Es gibt die gelbe Karte. Jetzt haben wir nochmal die Freischusssituation. Können wir daraus vielleicht einen Angriff aufbauen? Berisha kommt rein. Für Wekos. Weiter Ball, Kilian, Limnios auf Selke. Der wird aber abgefangen. Martel fängt diesen Ball ab, aber nicht gut. Dadurch die Gegenbewegung. Kilian, nein, Bebu, Berisha. Martel sehr stark eingesetzt. Paccarada. Oh, auch starker Ball. Lubicic. Alidou kommt leider aus dem Abseits. Es ist ein bisschen zu spannend. Es ist ein bisschen zu spannend. Aber wir können hier noch drauf arbeiten. 88. Wie lange ist die Nachspielzeit? Ist auch die Frage. Römmel jetzt.
Weiter Ball nach vorne. Kilian klärt zu Waldschmidt, der weiter nach vorne zu Selke, der leider zum im Abseits stehenden Selke. Ich dachte, der könnte jetzt direkt was machen. So richtig schon ein perfektes Spiel. Kilian ist wirklich ein Biest. Bebu jetzt. Josvan. Waldschmidt nicht wirklich Marte mit dem letzten wichtigen Einsatz. Tamaseko weiter. Lubicic. Marte. Nein, Berisha kommt. Bebu. Der Ball rollt. Bebu kriegt den. Kann ihn nicht klären. Also kann ihn nicht verwerten. Und wir klären ihn. Waldschmidt, jetzt die Möglichkeit. Ein weiter Angriff. Limnios. Er geht zurück. Er geht auch nochmal sicher. Carsten. 3 Minuten haben wir noch oben drauf. Mal sehen, ob die komplett gespielt werden. Also wie die gespielt werden. Josvan. Lubicic. Wuchs. Und da pfeift er ab. Wir gewinnen 2:1 zu Hause gegen die TSG. Wichtiger Sieg. Wichtiger Sieg. Let's go. Viele gute Paraden von Baumann dabei. Der hat bestimmt auch eine sehr gute Note. Ja, 1,0er Note. Das sagt schon alles aus. Ergebnisse schauen wir uns an. Wir sind auf den 6. Tabellenplatz. 3 Punkte hinter den ersten aus Leipzig. Bitter. Bayern ist einfach hinter uns. Dortmund ist hinter uns. Leverkusen ist hinter uns. Was ist das für eine Saison hier? Freiburg, Bremen, Frankfurt und Wolfsburg. Nach 4 Spieltagen sind sie alle da oben. Bayern, hier, die haben 4-3 gegen Freiburg verloren. Ja, Bayern hat gewonnen. 2-0 gegen Leverkusen. War auch, glaube ich, der 2. Saisonsieg. Wir haben jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen. Nächstes Spiel müssen wir gegen Bremen. Wir können also rein theoretisch uns da oben festsetzen. Spieltagsstatistik, wir schauen. Von uns ist Lubicic dabei. Okay, nice one. Sagen wir dazu nur. Spieler des Tages ist Luis Openda. GG sagen wir dazu nur. Im Wohninvest Weserstadion geht es für uns in den 5. Spieltag. Ja, es könnte besser laufen. Es könnte aber auch schlimmer laufen. Bin mehr als zufrieden. Hugo hat sich hier verletzt. Muskuläre Probleme. Tigges darf mitkommen. Eins ist auch wieder fit. Ne? Ja, für Ali kann der mit. Und da, für Thiel darf er nicht starten. Starkes Spiel macht. Thiel will aktuell noch nicht verlängern. Das könnte problematisch werden. Er ist unsportlichen Verhalten. Ja, akzeptieren wir jetzt einfach mal. Carsten, halt auf Sprache Fuß. Du bist der Schleiter. Wir haben Scouting ein paar. Scouting-Berichte. Ich bin auch fleißig am Scouten, was ein paar Verstärkungen angeht. Hier und Kayoko kriegt wir erst morgen. Und ich habe auch geschaut wegen der Rechtsverteidigerposition, weil wir Benno Schmitz haben. Da läuft der Vertrag Ende des Jahres aus. Werde ich wahrscheinlich verlängern, aber nicht so in der Form wie heute. Und Carstensen ist halt nur Laie, genauso wie Ali Du. Und wir müssen halt schauen, wie wir das machen. Decke. Natürlich 4 Tore, 2 Vorlagen. Läuft hart bei ihm. Janne ist auch 2 Tore. Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, schlägt er ein aktuell. Vertragmäßig haben wir hier wirklich diese Saison einige Abgänge. Ich meine, Waldschmidt-Leihe, Carstens-Leihe, dann Abitur-Leihe. Heinz läuft aus, ob ich mit dem verlängere, weiß ich auch noch nicht. Henke läuft aus, ob ich damit verlängere, weiß ich auch noch nicht. Aber wahrscheinlich wieder Karriereende. Das heißt, wir brauchen noch den nächsten Keeper. Dann die 2. Mannschaft, da haben wir auch natürlich noch einige Spieler, wo wir sagen müssen, okay, krass, Herr Höger läuft aus, der ist aber auch zu alt für die 2. Dann haben wir da noch ein paar Spieler, wo wir die Verträge verlängern müssen. Schauen, ne? Hier zum Beispiel Katterbach würde ich sehr gerne behalten. Der eigentlich, aber der lehnt noch dann ab. Wir können ja mal schauen, generell. So, der sieht auch gar nicht so instabil aus. Vertrag verlängern würde er gerne machen. Bis Reserve spielen. 2 Jahre. Vertrag verlängern. Hinter. Vertrag verlängern. Du bist Reservespieler, aber hast Möglichkeiten hochzukommen. 2 Jahre. 22 Minuten bis zu alt. 25. Okay. Oh. Die Amateurmannschaft. 1000 3 Jahre. Solchen extremen Bonuszahlung. Ach, 800 war er. Er war bei 800.000. 800 Euro Dings der Bums, ne? Und 40.000. Ding ist einfach auch beliebt. Und Name Dresden spielt aus dem Verein. Hat aber auch den. Er will auch nicht verlängern.
beeinflusst. Ja, ja. Weil, in der Jugend haben wir auch einiges an sehr interessant. Alleine heute Mannschaft. Alleine der junge Keeper hier, ne? In den Jahren, den Verstärker, dann Verteidiger. Julian Pauli. Kommen aus der Jugend, kommen noch ein paar Knuckel hoch. Wir werden in den nächsten Jahren keine Probleme haben als Spieler. Da bin ich mehr als von überzeugt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal rein, würde ich sagen, in den Kalender. Wir schauen, sind wir in der nächsten Runde des DFB-Pokals? Ja, Rot-Weiß Essen, das kommt in der übernächsten Folge wahrscheinlich ran. Heute will ich noch Bremen und Stuttgart machen. Und in der nächsten Folge machen wir dann, kommt das in der nächsten Folge mit rein. Vereinsjubiläum, Leverkusen, Gladbach und DFB-Pokal Runde Nummer 2. Oder, wir machen das anders. Ich mache heute noch Bremen. Ab jetzt kommen die Folgen freitags, das werde ich gleich noch notieren. Dann machen wir nächste Woche Leverkusen und Gladbach. Und es gibt eine Special-Folge, die einfach random zwischendurch rausgehauen wird an einem Mittwoch. Oder Montag haue ich die raus, mal gucken. Also übernächste Woche Montag. Und dann gibt es einfach nur den DFB-Pokal kompakt, weil der ja länger sein könnte. Nee, wir bleiben bei den drei Spielen. So machen wir das. Ich werde jetzt noch Bremen und Stuttgart zeigen. Und dann geht es nächste Woche mit Leverkusen, Gladbach und Essen. Die Upload-Zeit bleibt dann aktuell bei Freitags. Ich werde jetzt nur noch Montags und Freitags Sachen hochladen. Und Köln gehört halt zu den Freitags-Videos. So, gehen wir rein in das Spiel. AD-Spiel. Gebt euer Bestes. Wir können das gewinnen. Let's go, würde ich sagen. Gegen starke Bremer. Mit einer Fünferkette laufen sie auf und dann Boré und Dorsch. Und der hat auch gesagt, der möchte mindestens gegen uns sein 5. Saisontor treffen. Und das Spiel ist auch gar nicht so uninteressant, weil es einfach der 6. Gegen den 4. ist. Am 5. Spieltag läuft hart. Wir gehen rein und hoffen das Beste. Freistoß für die Bremer. Eine sehr gute Freistoßposition, um den reinzubringen. Und Duxch macht das auch, bringt ihn aber direkt auf ein Tor und Schwebe hat damit keinerlei Probleme. Jetzt wieder die Bremer über Boré, der sein 5. Tor schießen will und es auch tut. 1-0. Boré. Ja, bitter. Bitter. Da macht Heinz keinen guten Job. Oder wer ist die? Wer steht da bei uns rechts? Kilian. Kilian hat da keinen guten Job gemacht. Heinz ist auf der Bank. Boah. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Boré einfach mit dem 2-0. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, diese Flanke kommt gar nicht so gut, weil die da gut stehen. Aber guckt euch das an. Da kriegt er den direkt auf den Fuß. Keine Chance für Schwebe. Keine Chance für Schwebe. Und jetzt erhöhen wir unseren Einsatz mal ein bisschen. Und das Pressing können wir ein bisschen runter machen. Die überlaufen uns gerade, die Bremer. Meiner jetzt über die rechte Seite. Setzt sich da durch. Aber Pavlenka klärt. Der Ball kommt auch sehr gut zu Pieper. Wollte mal, der kann noch mal köpfen. Und das ist das 3-0. Keine Chance, unser Keeper. Der trollt über ihn rein. Und wir werden hier von Bremen auseinandergenommen. Mit 3-0. So, mit diesem Freistoß bleiben wir jetzt auch mal gegen Ende drin. Marte Lubicic, Meiner, Higgis. Higgis verliert ihn. Waldschmidt mit dem Schuss. Und Pavlenka erneut mit einer Glanztat. Der hat so viel heute rausgehauen, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Jetzt können wir aus dieser Ecke was machen. Wie kommt Zuna vors Tor? Ja, sogar am Tor vorbei. Da musste Pavlenka noch nicht mal eingreifen. Die Bremer nehmen uns hier komplett auseinander. Kovnacki. Ja, Mattel fängt diesen Ball ab, aber die Bälle sind zu Wie nennt man das? Unkontrolliert nicht. Ungenau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, keins jetzt. Gegen Rewe. Er läuft lieber ganz zurück. Dann kommt der Pass auf Higgis. Higgis mit dem schlechten Ball. Zu Lubicic, Martel. Auch mit dem schlechten Ball. Also die Bälle nach vorne sind zu unpräzise und ungenau. Das ist schlimm. Jung jetzt. Meiner. Also Schmitz hatte übelste Probleme. Nee, Fingrewe. Nein, der Paccarada hatte übelste Probleme mit Weiser vorn. Deswegen ist Fingrewe ja auch drin. Lubicic, jetzt kommen wir vielleicht nochmal mit einem Anschlusstreffer. Wenigstens so ein Schönheitstreffer. Aber nein, wollte Male. Stage. Stark. Wir sind im Abstiegskampf. Kann man sagen, was man will. Bremen macht uns hier 3-0 fertig.
am fünften Spieltag. Und gegen Stuttgart müssen wir gleich hoffen, dass es auch nicht so wird. Ljubicic. Jetzt Kainz. Gleich letzte Aktion im Spiel. Kainz. Er hat Ballkontrolle. Der kann ihn vielleicht halten. Und der Ball kommt auch genau zu Ljubicic. Ljubicic mit dem Schuss aus der Distanz. Nicht der Pass zu Waldschmidt oder zu Tigges, nein. Der Schuss aus der Distanz. Und damit müsste es gewesen sein in diesem Spiel. Wenn er den jetzt reinhaut, müsste er abpfeifen. Und das tut er auch. Wir verlieren hier 3-0 in Bremen. Bitter. 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 Wir hatten mehr Ballbesitz. Torschüsse hatten die halt mehr. Wir konnten die halt nicht reinmachen. Bitter, bitter, bitter. Dann schauen wir mal, wie die Statistiken aussehen. Statistisch gesehen, haben wir ja gerade geguckt, wo laber ich eigentlich? Ergebnisse. Wir fallen wieder auf 9 zurück mit 9 Punkten. Ich meine, ich bin mehr als zufrieden. Das ist ein optimales Ergebnis für uns, wenn wir in diesem Bereich nicht landen. Wenn wir alles ab dem 12. Platz, ist ein optimales Ergebnis. Stuttgart gewinnt währenddessen aber in Darmstadt. Das heißt, die haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren und ausgerechnet kurz vor. Könnte sehr, sehr bitter gehen. Dortmund gewinnt gegen Wolfsburg, Bayern gewinnt gegen Bochum mit 6-1. Bremen ist einfach erster aktuell durch den Sieg gegen Spieltag-Statistik. Wir schauen von uns natürlich niemand dabei. Stage ist dabei, Boré ist natürlich dabei. Viertag ist dabei Harry Kane, weil er heute 6 von 7 Saisontoren geschossen hat. Läuft hart bei dem jungen Mann. Dazu sagen wir nur eins, GG. Und zum letzten Spiel in der heutigen Folge gegen die Stuttgarter. Ja, es wird kein einfaches Spiel. Jannis kommt die letzten Spiele nicht ran. Mainz bleibt drin. Ich starte auch mit Limnios, weil mir meiner nicht wirklich gefällt. Hugo ist wieder dabei. Den können wir auch mitnehmen. Der startet jetzt auch mal im Gegensatz zu Selke. Weil Selke kam auch nicht wirklich mit dabei. Chabot ist dabei. Carstensen ist dabei. Fingrewe. Ja, Baccarada natürlich weiterhin sensationelles Spiel, aber ist schnell am Ende seiner Kräfte. Und das ist halt problematisch, wenn man das. Jemand ist endlich wieder fit. Marco ist wieder fit. Das heißt, wir haben nochmal ein bisschen Optionen auf den Rechtsaußenpositionen. So einen Thielmann mal reinzubringen, der zwar nicht der schnellste, schlechte Verfassung hat, da aktuell, deswegen kann er nicht so gut trainieren. Und damit wir mal schauen, wie wir den in die nächsten Wochen mit einbeziehen. Ich könnte ihn mitnehmen, ne? Für ein paar Minuten. Und das wäre dann auch wieder zu viel. Er ist halt noch angeschlagen. Oder ein Marc Uth könnte ich auch mitnehmen, aber der ist halt mega langsam und ist halt bitter. Es wäre halt bitter. Scouting ist abgeschlossen. Wir haben ein paar Spieler weiter gescoutet. Geben Scouting drauf. Gucken mal. Morgalla hier, 19 Jahre, Rechtsverteidiger, wäre wirklich eine Verstärkung. Trainerstärke. Da kann man drüber nachdenken. Wir gehen mal rein. Sagen wir mal mit 3,4 Millionen in die Verhandlungen und 5 Millionen werden wir maximal verzahlen. Junges Talent, wahrscheinlich auch zukünftiger Nationalspieler. Massimo hier, rechtes Mittelfeld von Stuttgart. Auch gar nicht so scheiße aus. Für rechts aus oder die rechte Verteidiger. Und schauen aber Morgalla, sieht eigentlich ziemlich nice aus. Von der Geschwindigkeit, Antritt, Ballkontrolle und so kann man ihn noch ein bisschen eintrainieren. Er ist 1,86 Meter groß, kann auch Innenverteidiger spielen oder Linksverteidiger. Eigentlich ein junges, gutes Talent, was wir gebrauchen könnten. Müssen wir halt mal schauen. Ne? Wir gehen aber dafür jetzt erstmal in das Spiel gegen die Stuttgarter. Let's go, gebt euer Bestes. Ja, kann nur immer das Gleiche sagen, bitte. Zu Hause ist es immer am schönsten. Und da wollen wir jetzt gegen die Stuttgarter unsere nächsten Punkte mitnehmen. Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Die Stuttgarter sind natürlich stark dabei. Und bei uns, ja, läuft aktuell nicht gut. Man hat alleine schon gerade gesehen, dass wir in den letzten 5 Spielen, und wir haben erst das 6. Saisonspiel, und die letzten 5 Spiele haben wir in der Liga immer einen Gegentreffer kassiert. Und das wird jetzt gerade nicht anders laufen. Doch, wird es. Es gibt einen Wurf für uns. Ja, ist guter Ball zu Limnios. Die neue Offensive macht sich bezahlt. Limnios mit dem guten Ball. Hugo mit seinem Treffer. Der macht einfach sein erstes Tor für uns. Hugo mit dem Tor zum 1-0 in der 6. Minute. Sehr guter Start in dieses Spiel. Seite, Kilian setzt sich da durch. Hugo bekommt den Ball. Verliert den aber auch direkt wieder. Girassi da durch mit der Chance zu Silas. Silas mit dem Schuss. Und der Ausgleich. Wir kassieren im 6. Spiel erneut einen Gegentreffer. Da müssen wir uns in der Defensive auf jeden Fall noch verbessern. Freistoßposition, sehr gut für Stuttgart.
Das übernimmt Stiller und der wandt den rein. Was war das bitte für ein Tor? Was war das bitte für ein Tor? Mit Gewalt und Schmackes hat er den reingehauen. Guckt euch diesen Strahl an. Bam. Keine Chance für Schwebe. Jetzt Waldschmidt. Wieder mit der Möglichkeit. Schuss aus der Distanz. Nübel ist unsicher. Hugo wieder mit der Möglichkeit. Schuss und 2:2. Was ist das für ein Spiel, bitte? Was ist das für ein Spiel? Hugo macht den Doppelpack. Einmal zur Führung und einmal zum Ausgleich. Ibnios jetzt mit dem kurzen Ball. Waldschmidt fängt den ab. Hugo kriegt den. Hugo setzt sich da durch. Hugo im 16er und Hugo mit dem 3:2. Der macht einfach seinen Dreierpack in 30 Minuten. Was ist das bitte für ein Spiel hier gerade? Let's go. Und erneut zur Führung durch Hugo. Switchic, Kainz. Jetzt können wir nochmal vielleicht auf 4:2 erhöhen. Kainz mit dem Auge. Nein, er läuft alleine. Setzt sich da komplett durch und da kommt der späte Ball. Er wird abgefangen. Schmitz kriegt den aber und Stiller jetzt. Und er pfeift ab. Wir gehen mit der 3:2-Führung in die Halbzeit. Und sehr, sehr packendes Spiel. Das muss man sagen. Wir können einmal schauen. Spielergespräche. Wechseln werde ich jetzt nicht. Er wird natürlich gelobt mit seiner 1. Wir motivieren einmal die beiden. Und ich würde sagen, die beiden Zentralen hier mit der 3,5 auch. Etagen. Lass uns genauso weitermachen. Mit dem Super-Einsatz. Und kein Problem für Nübel. Es gibt aber die Ecke. Und was können wir daraus machen? Baccarada mit dem Ball, schlechten Ball. Dadurch hat Girassi jetzt sehr viel Platz. Läuft alleine auf Schwebe zu. Nein, er ist zu dritt, ist er. Schwebe kommt raus und glänzende Tat. Schmitz kommt da nicht richtig vorfühlig ran. Ist ein bisschen langsam gerade unterwegs. Deswegen werden wir jetzt auch nochmal schauen. Aber wir achten jetzt erstmal auf diese Kontersituation. Jetzt Waldschmidt. Mit dem guten Ball auf Kainz, der schießt, wird gefangen von Nübel und der Ball ist immer noch nicht wirklich geklärt. Wo sind Balsch wieder zu Baccarada? Baccarada mit dem Ball in die Mitte, Hugo, Waldschmidt mit den Chance und 4:2. 4:2 in der 58. Minute und damit kann man doch auch mal wechseln, würde ich sagen, oder? Damit kann man mal in den Wechsel gehen. Ibnios gefällt mir nicht ganz so gut. Girassi erneut mit sehr viel Platz. Es ist eine riesige Lücke im Mittelfeld. Girassi jetzt allein auf Schwebe. Schwebe klärt wieder. Chapeau rettet vor der Linie. Was sind das für Spiele? Was sind das für Aktionen in der Defensive? Ist ja unglaublich. Jetzt kommt der weite Ball. Girassi kommt nicht zum Kopfball. Karasor mit dem Schuss. Girassi aber jetzt im Abseits. Ah, Führig setzt sich da stark durch. Kilian ist unterwegs. Karasor läuft jetzt. Girassi und der Anschlusstreffer nochmal. Es ist jetzt nur noch ein Tor Abstand. Also das ist ein Spiel, 7-Tore-Spiel. Das muss man sich erstmal reinziehen. Wir bleiben jetzt auch, glaube ich, komplett drin, auch wenn es ein bisschen früh ist. Das ist mir gerade egal. Wir gehen jetzt erstmal über die rechte Seite. Ich habe die Peitsche schon runtergedreht, die Geschwindigkeit. Führe ich jetzt gegen Carstensen. Meiner fängt diesen Ball ab. Meiner zu Hugo. Hugo über Waldschmidt. Der wieder mit Carstensen. Der zu Meiner. Meiner mit den schlechten Ball natürlich. Meiner kommt noch nicht wirklich in mein Spiel rein. Das ist das Problem. Führig hat jetzt dadurch Platz. Carsten rennt lieber weg, anstatt auf ihn drauf zu gehen. Und der setzt sich da super durch. Wird auch gleich ausgewechselt. Da kommt der Ball und Girassi macht das 4:4. Girassi macht das 4:4. Wir verspielen eine 2-Tore-Führung. 2 Führungen haben wir verspielt. So, wir müssen jetzt selber nochmal reingehen. Ich will in die Wechsel. So, Taktik. Wir haben... Meiner habe ich gerade reingebracht. Spiel kommt nochmal rein. Dann bringen wir Martel nochmal. Und Fingrewe für Baccarada, der auch nicht mehr wirklich so stark spielt wie die letzten Spiele, ne? Also die kommen da nicht wirklich klar. Waldschmidt, können wir jetzt nochmal was machen? Hugo, viertes Tor. Nein. Wird abgefangen. Kainz mit den 5:4. Oh, das ist ein Spiel. Das geht mir an die Nerven, an die Nieren geht mir das. Was ist das für ein Spiel, bitteschön? Der Fehler von dem gegnerischen Verteidiger und er macht es. Easy going. Letzte Aktion im Spiel von Kainz. Jetzt kommt der junge Deal. Kann er nochmal einen drauflegen. Wir müssen aber auf jeden Fall taktikmäßig was machen. Und das werde ich jetzt auch kurz. Im Vergleich, Girassi, warte, du bleibst bei Girassi jetzt. Und Hussein Bajic, du kümmerst dich um Jung. Fingrewe, Silas, Undav, einfach als Linksaußen beste Leben. So, damit sind diese Positionen schon mal ein bisschen gedeckter. Warte bleibt auch direkt bei ihnen, das ist das Gute. Hussein Bajic hat den Ball und Hugo im Abseits. Das ist egal. Hugo im Abseits hat 3 Tore heute geschossen.
Ja, das quasi im Alleingang entschieden, aber auch nicht wirklich. Weil es ein 9-Tore-Spiel ist. Undav. Rainer. Undav kann sich da durchsetzen. Ball kommt. Martel setzt sich da gegen Girassi durch und Meiner haut ihn nach vorne. Jong kommt an den Ball. Chabot klärt nach vorne. Sehr gut. Anton. Karasor. Hat viel Platz. Chabot klärt. Martel hat jetzt ein bisschen Platz. Über Waldschmidt. Der über Hugo. Hugo zurück. Können wir jetzt was machen? Bauen wir noch was auf oder pfeift er gleich ab? Ja, jetzt Deal. Deal hat jetzt Platz. Deal hat jetzt Platz. Deal läuft alleine. Meiner ist auf der rechten Seite. Hugo ist drin. Wir sind in Überzahl. Der Ball kommt zu Hugo. Hugo! Und Hugo lässt sich sein viertes Tor heute nicht nehmen. Der lässt sich sein viertes Tor heute nicht nehmen und macht einfach einen Viererpack gegen die Stuttgarter. Und damit ist der Deckel zu. Sie können noch mal rankommen. Das ist egal. Aber eigentlich müsste der Schiri jetzt abpfeifen. Wir gewinnen das Spiel mit 6:4. Ein 10-Tore-Spiel gegen Stuttgart. Was ist da los, bitte? Das ist unglaublich, was hier abgelaufen ist. Die Keeper, schlechtesten Männer auf dem Platz. Meine Abwehr war zu offen, was Girassi angeht. Oh, aber es war dennoch sensationell. Wir gehen wieder hoch auf 8. 12 Gegentore, 14 Tore selbst geschossen. Wir sind eine der schlechtesten Defensiven der Liga, aber auch gleichzeitig eine der besten Offensiven der Liga. Die zweitbeste mit Bremen zusammen. Die einfach weiterhin auf den ersten Platz ist. Mit einem Punkt Abstand auf Wolfsburg. Bayern hat unentschieden gespielt. Dortmund hat gewonnen. Die kommen jetzt langsam ran hier oben. Aber ja, Bayern ist immer noch wieder hinter uns. Ja, hinter uns. So, Spieltagsstatistik. Wir schauen mal. Waldschmidt und Hugo natürlich sind nominiert in der 11. Spieltag. Spiel des Tages ist sogar Luca Waldschmidt. Dazu sagen wir nur eins. GG. GG. Ja. Heute hatten wir wirklich einen Blitzstart. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wie gesagt, obwohl ich das nie wirklich ansage, das war das letzte Spiel der heutigen Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Leverkusen. Keine Ahnung wen und keine Ahnung wen. Müssen wir mal kurz schauen. Und auf jeden Fall gegen Rot-Weiß Essen im Pokal. Aber das Leverkusen-Spiel wird auch sehr interessant. Das war ein kleines Derby. Der Leverkusen. Ja, okay, ja. Und Essen im DFB-Pokal. Es läuft, würde ich sagen. Auf jeden Fall, hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann. Würde mich auf jeden Fall unterstützen und so weiteres und begeistern. Ja, begeistern würde mich das. So kann ich es auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao. Weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass